Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg von Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, mit einem weiteren Teil, dieses Mal aus dem Buch von Alexander Hislop, von Babylon nach Rom. Dritter Abschnitt, Kapitel 7, das Tier aus der Erde. Und ohne große Verzögerung wollen wir da gleich mal weitergehen. Nun wird uns folgendes Tier vorgeführt, aus der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 11, Zitat: Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Ende Zitat. Auch wenn dieses Tier nach dem Tier aus dem Meer erwähnt wird, folgt daraus nicht, dass es nach dem Meerestier ins Dasein kam. Da bin ich anderer Meinung als der Autor. Dass es das tat, scheint genau das Gegenteil zu zeigen, denn durch seine Mitwirkung wird die Menschheit dazu gebracht, dass sie das erste Tier anbeten, Vers 12, nachdem jenes Tier die tödliche Wunde empfangen hatte, woraus hervorgeht, dass es schon vorher gelebt haben muss. Der Grund, warum es als zweites erwähnt wird, ist folgender: Da es all die Macht des ersten Tieres ausübt und die Menschen dazu bringt, die es anbeten, konnte es nicht richtig beschrieben werden, ohne dass dieses Tier zuerst auf der Bühne erschien. Im alten Chaldäa gibt es auch hierfür das Urbild. Der Gott hieß in Babylon Nebo, in Ägypten Nub oder Num und bei den Römern Numa, denn Numa Pompilius, der große Priesterkönig der Römer, nahm exakt die Stelle des babylonischen Nebo ein. Bei den Etruriern, von denen die Römer die meisten ihrer Riten übernahmen, hieß er Tages. Von diesem Tages wird insbesondere berichtet, dass genauso wie Johannes das betreffende Tier aus der Erde aufsteigen sah, auch Tages ein Kind war, das plötzlich und wundersam aus einer Furche, aus einer Furche oder einem Loch im Boden geboren wurde. In Ägypten wurde dieser Gott mit dem Kopf und den Hörnern eines Widders dargestellt, wie wir in der eingeblendeten Abbildung 55 hier sehen können. In Etrurien wurde er anscheinend recht ähnlich dargestellt, denn dort stößt man auf die Darstellung eines göttlichen und wundersamen Kindes, das die Widderhörner trägt, wie wir in Abbildung 56 ebenfalls hier sehen können. Die beiden sind ja nebeneinander und von daher zusammen eingeblendet. Der Name Nebo, der große charakteristische Name dieses Gottes, bedeutet Prophet. Und als solcher gab er Orakel, praktizierte Zeichendeuterei, erhob Anspruch auf Wunderkräfte und war ein Meister der Magie. Er war der große Wundertäter und entsprach exakt den Worten der Prophezeiung. Zitat: Er tut große Zeichen, dass er selbst Feuer vom Himmel von den Menschen auf die Erde herabkommen lässt, vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Ende Zitat, wie wir in Vers 13 der Offenbarung lesen können. Genau in dieser Eigenschaft war der etrurische Tages bekannt. Denn er soll die Römer die Zeichendeuterei und all den Aberglauben und wundertätischen Schwindel gelehrt haben, die damit zusammenhängen. Wie wir in jüngerer Zeit von weinenden Statuen und blinzelnden Madonnen und unzähligen anderen Wundern hören, das war in 1850er Jahren also nicht anders als heute, die sich zum Beweis für dieses päpstliche Dogma ständig in der römischen Kirche ereignen, so war es auch im System Babylons. Es gibt kaum eine Form frommen Betrugs oder heiligen Schwindels, die heute am Ufer des Tiber praktiziert wird und nicht nachweislich ihr Gegenstück an den Ufern des Euphrat oder in den Systemen hat, die daraus hervorgingen. Hat man schon gesehen, wie die Statue der Jungfrau Tränen vergoss? So manche Träne wurde von den heidnischen Statuen vergossen. Auf diese weichherzigen Götzen spielt Lukan an, als er von den Wundern spricht, die sich während der Bürgerkriege ereigneten. Zitat: Tränen von Göttern vergossen, den Schutzherrn unseres Landes, und Schweiß von Lares erzählten das Leid der Stadt. Ende Zitat. Und Vergil erwähnt das Gleiche. Zitat: Die weinenden Statuen sagten die Kriege voraus, und heiliger Schweiß fiel von ehernen Göttenbildern herab. Ende Zitat. Als unter den Konsuln Appius Claudius und Marcus Perpenna Publius Crassus in einer Schlacht mit Aristonicus getötet wurde, vergoss die Apollo-Statue in Cumae 4 Tage lang ununterbrochen Tränen. Die Götter hatten genauso wie ihre Weinanfälle auch wieder gute Laune. Wenn es Rom als eine göttliche Leistung ansieht, dass ihre heilige Madonnenstatue blinzelt,
stand es den heiligen Statuen des Heidentums sicherlich nicht weniger gut an, wenn sie ihre Gesichtszüge zu einem gelegentlichen Grinsen lockerten. Dass sie es taten, dafür gibt es Material in Hülle und Fülle. Psellos schreibt, wenn die Priester ihre Zauberkräfte aufboten, dann lachten Statuen und Lampen entzündeten sich von selbst. Was Dämonen nicht alles können, ne? Wenn die Statuen jedoch fröhlich waren, schienen sie alles andere als Gefühle der Heiterkeit im Herzen derer geweckt zu haben, die sie ansahen. Die Theurgen, sagt Salverté, riefen die Erscheinung der Götter in der Luft hervor, mitten in gasförmigen Dampf, der sich vom Feuer gelöst hatte. Der höchste Theurg verwendete zweifellos ein ähnliches Geheimnis, wenn man im Rauch des Weihrauchs, den er vor der Statue der Hektare verbrannte, die Statue so natürlich lachen sehen konnte, dass die Betrachter von Entsetzen erfüllt wurden. Es gab auch Zeiten, da andere Gefühle geweckt wurden. Hat die Madonnenstatue schon gütig auf einen Verehrer gesehen, dem sie Wohlwollen entgegenbrachte und mit ihm der Gewissheit heimgesandt und ihn mit der Gewissheit heimgesandt, dass sein Gebet erhört war? Das taten die Statuen der ägyptischen Isis. Sie waren so gebaut, dass die Göttin die silberne Schlange auf ihrer Stirn schütteln und denen zustimmend zunicken konnte, die ihre Bitten in einer Weise vorgebracht hatten, die ihr gefiel. Wir lesen von römischen Heiligen, die ihre Wunderkraft darin zeigten, dass sie Flüsse oder das Meer mit höchst seltsamen Verkehrsmitteln überquerten. So liest man von St. Raymond, dass er auf seinem Umhang über das Meer gebracht wurde. Das Heidentum ist in diesem Punkt nicht ein bisschen hinterher, denn von dem buddhistischen Heiligen Sura Akariya wird berichtet, als er pflegte seine Herden westlich des Indus zu besuchen, trieb er auf seinem Überwurf über den Strom. Ja, die Götter und Hohepriester des Heidentums legten noch weit mehr Tragfähigkeit als dies an den Tag. Es gibt heute einen heiligen Mann in der Kirche Roms, irgendwo in Europa, der sich des Namens Sankt Cubertinus erfreut und so an Spiritualität überfließt, dass nichts seinen Körper auf den Boden halten kann, wenn er in seine Gebete versunken ist, sondern er steigt entgegen aller Gesetze der Schwerkraft etliche Dezimeter in die Luft empor. So war es auch bei dem berühmten heiligen Franziskus von Assisi, Petrus a Martina und Franz von Macerata vor wenigen Jahrhunderten. Doch sowohl Sankt Cubertinus als auch der heilige Franziskus und seine Gefährten sind bei weitem nicht die Erfinder dieser übermenschlichen Hingabe. Da muss ich doch mal eben einwerfen. Angeblich hat ja Papst Franziskus I. seinen Namen gewählt wegen dem Franziskus von Assisi. Na, wenn der durch die Gegend flog, dann können wir vielleicht mal darauf warten, dass der Papst auch mal durch die Gegend fliegt. Und die Leute, die mich schon ein bisschen länger folgen, die wissen, dass ich früher mal ein Video gemacht habe, The Fleeing or Flying Pope, in der Zeit, als er da in Thailand oder sowas war, damals mit Michael Adams war das nochmal, so ein kurzes Video. Könnt ihr euch mal angucken. The Flying oder Fleeing Pope. Ganz lustig. Da haben wir uns auch über den Papst ein bisschen lustig gemacht. Dass er durch die Gegend fliegt. Aber ich finde, dass wenn er hier erwähnt wird von Alexander Hislop, dass der heilige Franziskus anscheinend auch einige Dezimeter in die Luft flog. Dann wollen wir doch mal sehen, welche Zeichen und Wunder der Papst Franziskus mal verbringt. Ich meine, Dämonen besessen sind die ja alle. Das ist ja nicht das Problem, sowas zu machen. Ne? Aber lesen wir weiter im Buch. Die Priester und Zauberer in den chaldäischen Mysterien kamen ihnen nicht nur Jahrhunderte, sondern Jahrtausende zuvor. Coelius Rhodiginus sagt, Zitat, dass gemäß der Chaldäer leuchtende Strahlen, die aus der Seelen kommen, manchmal den Körper göttlich durchdringen, der sich dann von selbst über die Erde erhebt und dass dies bei Zoroaster der Fall war. Ende Zitat. Die Jünger des Jamblichus behaupteten, dass sie das gleiche Wunder oft bei ihrem Meister erlebten, der im Gebet 10 Ellen über die Erde gehoben wurde. Das größte Wunder, das Rom zu Körper, Blut, Seele und Göttlichkeit unseres Herrn Jesus Christus vom Himmel herunterholen will, um ihn wirklich und körperlich im Altarsakrament gegenwärtig sein zu lassen. Ja? Das größte Wunder, das Rom zu wirken behauptet, ist, wenn es durch Wiederholung von 5 Zauberworten Körper, Blut, Seele und Göttlichkeit unseres Herrn Jesus Christus vom Himmel herunterholen will, um ihn wirklich und körperlich im Altarsakrament gegenwärtig zu lassen.
Das ist die Lehre der Transsubstantiation. Die chaldäischen Priester behaupteten, dass sie durch ihre Zaubersprüche in ähnlicher Weise ihre Gottheiten in ihre Statuen herunterholten, so dass sich ihre reale Gegenwart in ihnen sichtbar äußerte. Dies nannten sie Göttermachen. Und ohne Zweifel kommt daher der lästerliche Spruch der päpstlichen Priester, dass sie Macht haben, Zitat, ihren Schöpfer zu erschaffen, Ende Zitat. Soweit ich weiß, gibt es keinen Nachweis dafür, dass im babylonischen System das flache, runde Oblatenstück, das unblutige Messopfer, je anders als Symbol betrachtet wurde, dass je behauptet wurde, dass es sich in den Gott verwandelte, den es darstellte. Doch die Lehre von der Transsubstantiation ist vom Wesen her eindeutig Zauberei. Transsubstantiation, da gehe ich jetzt nochmal ein wenig tiefer drauf ein. Im Konzil von Trient wird die Lehre des vierten Laterankonzils und die Lehre der hochscholastischen Theorie bekräftigt. Zitat. Durch die Konsekration des Brotes und Weines geschieht eine Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Diese Wandlung wurde von der heiligen katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinne Wesensverwandlung genannt. Ende Zitat. Die eucharistische Wandlung erfolgt dabei durch göttliche Gnade. Der Priester handelt als Stellvertreter Christi. Den Link, wo ich das herhabe, ist aus Wikipedia Transsubstantiation und den werde ich in die Beschreibungsbox des Videos einarbeiten. Von Alexander werden hier 5 Worte in Latein behauptet, die der Priester zu diesem Hokuspokus sagt. Ich finde im Allgemeinen immer nur dieselben 4 Worte. Ich habe aber letztens auch mal eins mit 5 gefunden. Ich dachte, das wäre Menem, was da noch zwischenstand. Bin jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall diese 4 Worte. Hoc est corpus meum. Mit denen der Priester Jesus aus dem Himmel in die Hostie befiehlt, die hiermit zur ganzen Substanz Gottes gemacht wird. Das Konzil von Trient, hört gut zu, schreibt auch des Weiteren folgende Lehre vor unter dem Stichwort Eucharistie. Und jetzt wird's wichtig, weil, wenn man das nicht glaubt, dann ist man anathema sit, verflucht, ewig verdammt. Und das ist Lehre, die gilt heute noch. Das Zweite Vatikanische Konzil von 1962 bis 1965 hat die Lehre des Konzils von Trient bestätigt und vertieft, aber nicht geändert. Das heißt, die ganzen Verdammungen, die in dem originalen Konzil von Trient zwischen 1545 und 1563, kurz nach Gründung der Jesuiten, die als ein militärischer Orden gegründet wurden, um den Protestantismus zu vernichten, was alles, was auf dem Konzil beschlossen wurde und alle Flüche und Verdammnisse, die gegenüber Protestanten damals ausgesprochen wurden, sind heute immer noch gültig. Und ihr müsst mir nicht glauben, das könnt ihr selbst nachforschen, wenn ihr glaubt, der Jörg erzählt da Quatsch. Das Konzil von Trient schreibt auch weitere folgende Lehre vor unter dem Stichwort Eucharistie. 3 Punkte. Erstens. Wer leugnet, dass im Sakrament der heiligsten Eucharistie wahrhaft, wirklich und wesentlich der Leib und das Blut zugleich mit der Seele und mit der Gottheit unseres Herrn Jesus Christus und folglich der ganze Christus enthalten ist und behauptet, er sei in ihm nur wie ein Zeichen im Bild oder in der Wirksamkeit anathema sit. Das heißt, der sei verflucht, der sei ewig verdammt. Punkt 2. Wer sagt, im hochheiligen Sakrament der Eucharistie bleibe die Substanz von Brot und Wein zugleich mit dem Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus bestehen? Und wer jene wunderbare und einzigartige Wandlung der ganzen Brotsubstanz in den Leib und der ganzen Weinsubstanz in das Blut leugnet? Anathema sit. Drittens.
Wer sagt, im wunderbaren Sakrament der Eucharistie sei nach vollzogener Weihe nicht der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus, sondern nur beim Gebrauch, wenn es genossen wird, nicht aber vorher und nachher, und in den geweihten Hostien oder Brotteilchen, die nach der Kommunion aufbewahrt werden oder übrig bleiben, bleibe aber nicht der wahre Leib des Herrn zurück. Anathema sit. Der sei verflucht. Ewig verdammt. Jetzt könnt ihr lachen, ne? Aber das ist offizielle katholische Lehre. Und diese Lehre äußert sich auch im kanonischen Recht. Und wenn das angefangen wird durchzudrücken, dann werden auch anfangen, Köpfe zu rollen. Das eben zu dem Thema der Transsubstantiation. Doch die Lehre von der Transsubstantiation ist vom Wesen her eindeutig Zauberei. Absolut. Sie erhebt den Anspruch, durch Aussprechen einiger mächtiger Worte, hoc est corpus enim meum, eine Substanz in eine andere zu verwandeln oder durch einen geschickten Trick eine Substanz gänzlich zu entfernen und sie durch eine andere zu ersetzen. Ferner beansprucht der Papst in seiner Machtfülle das Recht, die Blitze Jahwes zu handhaben und durch sein Donnergrollen jeden zu vernichten, der ihn beleidigt. Könige und ganze Völker zitterten und verneigten sich im Glauben an seine Macht vor ihm aus Angst, durch seine geistlichen Donnerschläge vernichtet zu werden. Die Priester des Heidentums maßten sich die gleiche Macht an, und um die Glaubwürdigkeit ihrer geistlichen Macht zu bekräftigen, versuchten sie sogar, die buchstäblichen Blitze vom Himmel herabzuholen. Ja, es scheint sogar, als hätten sie es tatsächlich geschafft und die glanzvolle Erfindung von Dr. Franklin vorweggenommen. Numa Pompilus soll dies mit absolutem Erfolg getan haben. Tullus Hostilius, sein Nachfolger, der sein Beispiel nachahmte, starb bei dem Versuch, da er selbst und seine ganze Familie, wie Professor Rechmann in jüngerer Zeit, von dem Blitz erschlagen wurde, den er versuchte herabzuziehen. Die für das Herabziehen des Blitzes bestimmten Mittel wurden in den Büchern des Etrurischen Tages beschrieben. Numa hatte von diesen Büchern abgeschrieben und Kommentare zu diesem Thema hinterlassen, die Tullus falsch verstanden hatte, wodurch es zu dem Unglück kam. Dies waren die wunderwirkenden Kräfte, die im Wort Gottes dem Tier zugeschrieben werden, das aus der Erde aufsteigen sollte und der altbabylonische Typus beanspruchte, all diese Kräfte ausgeübt zu haben. Zur Erinnerung an die Geburt des Gottes aus einem Loch in der Erde wurden die Mysterien häufig in unterirdischen Höhlen gefeiert. Dies war in Persien der Fall, wo von Mithras erzählt wurde, er sei aus einer Höhle in der Erde hervorgebracht worden, genau wie Tages aus dem Boden geboren sein soll. Es ist bemerkenswert, dass Mithras aus einer Höhle geboren wurde. Die abgefallenen Namenschristen des Ostens behaupten, unser Heiland sei genauso in einer Höhle geboren worden. Dafür findet sich nicht der geringste Beweis in der Schrift. Numa von Rom behauptete, all seine Offenbarungen von der Nymphe Egeria in einer Höhle erhalten zu haben. In diesen Höhlen wurden die Menschen zuerst in die geheimen Mysterien eingeweiht und durch die Zeichen und lügenhaften Wunder, die ihnen dort vorgeführt wurden, wurden sie nach dem Tod Nimrods zu der Verehrung dieses Gottes in ihrer neuen Form zurückgeführt. Dieses apokalyptische Tier also, das aus der Erde aufsteigt, stimmt in jeder Hinsicht mit diesem alten, von einem Loch im Boden geborenen Gott überein, denn keine Worte könnten sein Tun genauer beschreiben als die der Vorhersage aus Offenbarung 13, Vers 12. Es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Ende Zitat. Dieses wunderwirkende Tier namens Nebo oder Prophet, der Prophet des Götzendienstes, war natürlich der falsche Prophet. Vergleicht man vorstehenden Abschnitt in Offenbarung 19, Vers 20, so wird deutlich, dass dieses Tier, das aus der Erde aufsteigt, ausdrücklich so genannt wird. Zitat: Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen
und sein Bild anbeteten. Ende Zitat. Da das Tier aus der Erde dasjenige war, das die Zeichen vor dem ersten Tier tat, zeigt dies, dass das Tier aus der Erde oder der falsche Prophet ist, beziehungsweise mit anderen Worten Nebo. Untersucht man die Geschichte des Römischen Reiches, so findet man heraus, dass auch hier eine genaue Übereinstimmung zwischen Typus und Antitypus besteht. Als die tödliche Wunde des Heidentums geheilt und der alte heidnische Pontifex-Titel wiederhergestellt war, wurde es mittels des korrupten Klerus als Bild von einem Tier mit Hörnern wie ein Lamm symbolisiert, so die allgemeine Ansicht, und das mit Recht, entsprechend der Aussage unseres Herrn. Zitat: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Ende Zitat. Der Klerus als juristische Person bestand aus zwei großen Abteilungen, dem regulären und dem säkularen Klerus, entsprechend den zwei Hörnern oder Mächten des Tieres, wodurch auch zu einer sehr frühen Zeit sowohl weltliche als auch geistliche Vollmacht miteinander vereint wurden. Na, da sehen wir es doch. Kirche und Staat in einem. Die Bischöfe als Häupter dieses Klerus hatten ausgedehnte weltliche Machtbefugnisse, lange bevor der Papst seine weltliche Krone erlangte. Sowohl Guizot als auch Gibbon liefern den eindeutigen Beweis dafür. Guizot zeigte, dass vor dem 5. Jahrhundert der Klerus nicht nur vom Volk getrennt, sondern unabhängig von ihm geworden war, und fügt hinzu, Zitat: Der christliche Klerus hatte darüber hinaus eine weitere und ganz andere Einflussquelle. Die Bischöfe und Priester wurden die wichtigsten Stadtmagistraten. Wenn man das Gesetzbuch von Theodosius oder von Justinian öffnet, stößt man auf zahlreiche Vorschriften, die städtische Angelegenheiten dem Klerus und den Bischöfen überlassen. Ende Zitat. Guizot führt verschiedene Zitate an. Folgender Auszug aus dem Justinianischen Gesetzbuch genügt, um zu zeigen, wie weitreichend die bürgerliche Macht war, die die Bischöfe innehatten. Ja, bevor ich das jetzt zitiere, muss ich doch mal kurz eben meinen eigenen Senf noch mal loswerden. Das ist doch genau das, was ich immer sage. Und wenn wir heute Politiker haben, die katholisch sind und damit dem Papst folgen, dann haben wir doch genau dasselbe. Und ansonsten gilt hier das Gleiche wie unter dem Justinianischen Gesetzbuch. Die bürgerliche Macht, die die Bischöfe innehatten. Ja, wenn sich das heute dahinter verbirgt, dass die Bischöfe die Politiker in der Tasche haben, dann ist das doch dasselbe, oder? Und das ist doch das, was ich auch während Luther 2017 immer wieder versucht habe, deutlich zu machen. Die römisch-katholische Kirche ist in erster Instanz eine weltliche, zivile, gesetzliche Macht. Und hier ist das auch geschichtlich ganz deutlich nochmal bewiesen. Aus dem Justinianischen Gesetzbuch werden wir jetzt sehen, wie weitreichend die bürgerliche Macht war, die die Bischöfe innehatten. Normalerweise haben Bischöfe was für eine Macht? Geistlich, okay? Aber hier geht es um bürgerliche Macht. Und wenn sie heute diese bürgerliche Macht nicht mehr im Offenen austragen, wie sie es damals taten, sondern sie engagieren sich dafür Schauspieler, die ihr wählen dürft, wo ist denn da der Unterschied? Eben. Also, das Zitat lautet wie folgt. Hinsichtlich der jährlichen Angelegenheiten von Städten, ob sie die gewöhnlichen Einnahmen der Stadt betreffen, entweder aus Fonds, aus dem Eigentum der Stadt oder aus privaten Geschenken oder Vermächtnissen oder aus irgendeiner anderen Quelle, oder ob sie öffentliche Arbeiten betreffen oder Vorratslager oder Aquädukte oder die Erhaltung von Bädern oder Häfen, den Bau von Mauern oder Türmen, die Reparatur von Brücken oder Straßen, oder Gerichtsverfahren, in die die Stadt für öffentliche oder private Interessen verwickelt ist, verfügen wir wie folgt. Der sehr fromme Bischof und drei bekannte Persönlichkeiten, gewählt aus den ersten Männern der Stadt, sollen sich versammeln. Sie sollen jedes Jahr die erledigten Arbeiten untersuchen, dafür sorgen, dass die, die sie leiten oder leiteten, mit einer Genauigkeit regeln, ihre Berichte abgeben und zeigen, dass sie ihre Verpflichtungen in der Verwaltung der öffentlichen Denkmäler, der für Lager oder Bäder bestimmten Beträge oder der Ausgaben für die Erhaltung von Straßen, Aquädukten oder irgendeiner anderen Arbeit ordnungsgemäß erfüllt haben.
Das Zitat ist von dem Buch von Guizot, History of Civilization. Das Bild blende ich auch hier im Video ein, oder habe ich wahrscheinlich schon längst. Hier haben wir eine lange Liste von Funktionen, die auf die geistlichen Schultern des sehr frommen Bischofs gelegt wurden, von denen in der göttlichen Aufzählung der Pflichten eines Bischofs, wie sie im Worte Gottes enthalten sind, nicht einmal eine einzige erwähnt wird. Bevor ich jetzt hier die Bibel dazu zitiere, werde ich nochmal eben auf eine andere Lesung von mir zurückverweisen. Ihr müsst nur die erste Lesung im Deutschen von Herrscher des Bösen sich nochmal anschauen. Da geht es um Subliminal Rome, ja, das geheime Rom. Da geht es nicht nur um die heilige Allianz zwischen Papst Johannes Paul II. Und Ronald Reagan. Nein, da erzähle ich ja, wie diese ganzen katholischen Politiker im Senat und Kongress der Vereinigten Staaten die ganzen Dinge, die ich auch hier gerade eben aufgezählt habe, in Amerika regeln. Das sind alles Katholiken. Die regeln den Verkehr, den Landbau, die regeln Verteidigung oder Angriff, die regeln alles, was mit Ernährung und mit Verkehr und Erziehung und Schule und alles zu tun hat. Ich meine, ich habe keine Lust, das alles aufzusehen. Über 50 Sachen, die da drin stehen. Schaut euch das nochmal an. Und lest zur Not das erste Kapitel von Rulers of Evil, wenn ihr Englisch könnt. Da steht es ganz deutlich drin. Und wir sehen hier, dass es bereits im alten Rom nicht anders war. Und wie viel mehr Beweise brauchen wir denn noch, dass Rom seinen Bezug in Babylon hat? Aber gut, in der Bibel wird das ja nicht erwähnt, sagt der Autor hier. Also dafür lesen wir dann 1. Timotheus Kapitel 3, Verse 1 bis 7 und Titus Kapitel 1, Verse 5 bis 9. Mal eben sehen. Timotheus. 1. Timotheus Kapitel 3, Zitat. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseheramt trachtet, der begehrt eine schöne Wirksamkeit. Nun soll aber ein Aufseher untadelig sein, eines Weibes Mann, nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfrei, lehrtüchtig, kein Trinker, kein Raufbold, sondern gelinde, nicht händelsüchtig, nicht habsüchtig, einer, der seinem eigenen Hause wohl vorsteht und die Kinder mit aller Würde in Schranken hält. Wenn aber jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neuling, damit er nicht aufgeblasen werde und dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht der Lästerung und der Schlinge des Teufels verfalle. Ende Zitat vom 1. Timotheus Kapitel 3. Was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe, ist irgendetwas hiervon zuzupassen auf die heutigen, zwischen Anführungsstrichen, Politiker? Und ihr wollt mir erzählen, dass Römer 13, dass ich dieser Regierung gehorchen muss, die sich selbst zum Gott ernennt und sich einen Dreck schert um das, was in der Bibel steht, wo hier deutlich steht, dass einer, wenn er ein Aufseheramt betrachtet, er untadelig sein soll, eines Weibes Mann, nüchtern, besonnen, ehrbar und so weiter und so weiter. Seht ihr nicht, wie groß der Abfall geworden ist heutzutage? Aber gut, wir fahren in Titus Kapitel 1, Verse 5 bis 9 eben fort. Man muss ja auch selbst mal hier und da mal ein bisschen nachdenken über das, was ich hier vorlese. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das Versäumte nachholen und in jeder Stadt Älteste einsetzen möchtest, wie ich dir befohlen habe. Wenn einer untadelig ist, eines Weibes Mann,
gläubige Kinder hat, über die keine Klage wegen Liederlichkeit oder Ungehorsam vorliegt. Denn ein Aufseher muss unbescholten sein als Gottes Haushalter, nicht anmaßend, nicht zornmütig, kein Trinker, kein Raufbold, kein Wucherer, kein Banker, würde ich dann sagen, sondern gastfrei, ein Freund des Guten, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, der sich der Lehre entsprechend an das gewisse Wort hält, damit er imstande sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ende Zitat. Wie bewerkstelligten es die Bischöfe, die ursprünglich zu rein geistlichen Dingen bestimmt waren, eine so große Menge von weltlicher Autorität zu ergreifen? Von Gibbon erfahren wir mehr über die wahre Herkunft dessen, was Guizot die wunderbare Macht nennt. Der Autor von Decline and Fall zeigt, dass bald nach der Zeit Konstantins die Kirche und folglich die Bischöfe, besonders als sie vorgaben, ein vom Rest des Klerus getrennter Stand zu sein, große weltliche Macht durch das Asylrecht gewannen, das zu den heidnischen Tempeln gehört hatte und durch die Kaiser auf die christlichen Kirchen übertragen wurde. Er schreibt, Zitat, die Flüchtlinge, sogar die Schuldigen, durften entweder die Gerichtsbarkeit anrufen oder die Gnade der Gottheit und seiner Diener. Ende Zitat. So war das Fundament gelegt für den Eingriff in die Rechte des bürgerlichen Magistraten durch Kirchenmänner. Und so wurden sie ermutigt, alle Macht des Staates zu ergreifen. Und wie es die Autorin von Rome in the 19th Century, das ist Charlotte Ann Eaton, das Buch ist online auch als PDF verfügbar, wer es nachlesen möchte, Rome in the 19th Century, wie es die Autorin im Zusammenhang mit dem Asylrecht richtig beobachtete, wurden so auch die Altäre als Schutz vor eben den Verbrechen missbraucht, zu deren Ausmerzung sie errichtet wurden. Dies ist etwas sehr Betrachtenswertes, denn es zeigt, wie die weltliche Macht des Papsttums in seinen frühen Anfängen auf Gesetzlosigkeit gegründet war und ist ein zusätzlicher Beweis zu den vielen, die man für die Tatsache anführen könnte, dass das Haupt des römischen Systems, dem alle Bischöfe unterworfen sind, tatsächlich der Gesetzlose ist, in der Schrift als das anerkannte Haupt des Geheimnisses der Bosheit oder der Gesetzlosigkeit vorhergesagt. Nun, zum Anfang des Satzes nochmal kurz zurück, weil da muss ich noch eine Bemerkung zu machen. Dies ist etwas sehr Betrachtenswertes, denn es zeigt, wie die weltliche Macht des Papsttums in seinen frühen Anfängen auf Gesetzlosigkeit gegründet war. Und hier möchte ich nochmals auf meine deutschsprachige Zusammenfassung des Buches Herrscher des Bösen verweisen, wo ich in Videoteil 8, wo es um Kapitel 20 des Buches geht, American Graffiti, Michael Novak zitiert habe, der sagt, Zitat, die Gestalter wollten eine Novus Ordo aufbauen, die Frieden und Gerechtigkeit für alle sichern sollte. Das zugrunde liegende Prinzip dieser neuen Ordnung ist die Tatsache der menschlichen Sündhaftigkeit. Eine Republik für Sünder zu gründen, ist die unerlässliche Aufgabe. Es hat keinen Sinn, ein Sozialsystem für Heilige aufzubauen. Es gibt zu wenige von ihnen, und mit denjenigen, die es gibt, kann man unmöglich zusammenleben. Jedes effektive Sozialsystem muss deshalb für die einzige moralische Mehrheit gestaltet werden, die es gibt. Sünder. Und das sehen wir hier in diesem Buch sehr schön zurückkommen. Denn was ist denn sonst Gesetzlosigkeit, auf der sich das alles hier aufbaut? Ha? Und um auf den Gesetzlosen zurückzukommen, das können wir durch nachlesen im 2. Thessaloniker, 2. Kapitel, Vers 8, Zitat. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird. Ende Zitat. All diese weltliche Macht kam in die Hände von Männern, die einfach nach ihrer eigenen Erhöhung trachteten, während sie vorgaben, Diener Christi und Nachfolger des Lammes zu sein, und die, um diese Erhöhung zu sichern, nicht zögerten, die Sache zu verraten, der sie angeblich dienten.
die geistliche Macht, die sie über die Seelen von Menschen ausübten, und die weltliche Macht, die sie in den Angelegenheiten der Welt erlangten, wurden beide gleichermaßen im Widerspruch zu der Sache der reinen und fleckenlosen Religion verwendet. In diesem Satz alleine, den ich gerade vorgelesen habe, findet sich der Beweis dafür, dass Rom eben auch und sogar an erster Stelle eine weltliche, politische Macht war und ist, wie ich ja ein paar Minuten vorher auch schon mal angeholt habe. Aber das kann man ja gar nicht oft genug wiederholen. Nun, zunächst arbeiteten diese falschen Propheten im Untergrund, indem sie Menschen in die Irre leiteten und versuchten, Heidentum und Christentum zu vereinigen. Sie gruben wie der Maulwurf im Dunkeln und verdrehten im Geheimen das Reine, gemäß der Aussage von Paulus, Zitat, schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, Ende Zitat. Doch ganz allmählich, gegen Ende des 4. Jahrhunderts, als die Gemüter der Menschen ziemlich gut vorbereitet waren und die Dinge dafür günstig zu liegen schienen, erschienen die Wölfe in Schafskleidern auf der Erdoberfläche und brachten so nach und nach ihre geheimen Lehren und Praktiken ans Tageslicht. Und da ihre Macht von einem Jahrhundert zum anderen wuchs, verleiteten sie durch allen Betrug der Ungerechtigkeit und durch Zeichen und Wunder der Lüge das Denken der weltlichen Christen und machten sie glauben, ihr Anathema sei gleichbedeutend mit dem Fluch Gottes. Mit anderen Worten, sie könnten Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Und so veranlassten sie die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Nun, ich bin mit so vielen Aussagen Alexanders hier anderer Meinung, was das Tier, das erste Tier, das zweite Tier, die Wunde, das Heilen der Wunde und solche Sachen eingeht, dass ich da nicht weiter drauf eingehe. Ich meine, soll sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Meines Erachtens ist und bleibt es so, dass das Tier aus der Erde ist die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ebenso ist der falsche Prophet durch die Jesuitenunterwanderung der Protestantismus, der hauptsächlich von Amerika gelernt wird. Also Amerika kann das zweite Tier und der falsche Prophet in einem sein. Das will ich gar nicht bestreiten. Wie gesagt, ihr kennt meine Meinung darüber aus, aber eben auch aus allen anderen meinen Videos und Büchern, die das eben auch bestätigen. Also belasse ich es hier beim Vorlesen ohne Kommentar. Ich gehe weiter in dem, was Alexander in seinem Buch jetzt auf den letzten knapp 30 Seiten, die noch kommen, sagt, nicht weiter auf diese Lehren ein, sondern man kann ja auch mal vielleicht die Lehre, die man bereits kennt, abwägen gegenüber die Lehre, die Alexander hier vertritt und sehen, wer recht hat. Wir haben natürlich heute, 2016, auch eine andere Sicht, ein bisschen eine andere Sicht auf die Geschichte, als Alexander Hislop das in 1850 hatte. Allein schon durch die ganzen technischen Möglichkeiten, Internet, was wir uns nicht alles an Wissen reinziehen können. Wobei die meisten da viel zu faul für sind und deswegen solche Leute wie Alexander Hislop immer noch im Vergleich zu uns wirklich weise Männer waren. Das muss man auch mal eben sagen. Aber jedenfalls finde ich es wichtig, um hier mal eben darauf hinzuweisen, Alexander Hislop lehrt hier auf Basis von Geschichte und wie er die geschichtlichen Fakten auch interpretiert, zusammen mit den anderen geschichtlichen Brunnen, die er hierbei zitiert. Er erklärt die Geschichte aus seiner Sichtweise. Und wir kennen heute ja hauptsächlich die Sichtweise, die ja allgemein anerkannt ist und die hauptsächlich von Sieben-Tags-Adventisten vertreten wird. Wobei ich nicht sagen will, dass das falsch ist. Es macht alles viel Sinn. Sicher, wenn man sich bestimmte Dinge anschaut. Aber es kann ja niemals schaden, sich eine andere, auch protestantische, auch auf der Bibel basierende, durch die Studie Babylons inspirierte Meinung anzuhören. Und dann die beiden gegeneinander abzuwägen und vielleicht sehen, okay, hier ist was Wahres und da ist was Wahres. Und vielleicht kann man eine Synergie machen. Das ist kein Kompromiss, versteht mich nicht verkehrt. Es geht um das Verständnis. Das, was vor allen Dingen durch Walter Veit, Bill Hughes und andere hervorragende Lehrer
teilweise gelehrt wird, ist eine Sache. Das, was Alexander Hislop hier lehrt, ist vollkommen los von den Lehren. Und es kann nicht schaden, auch diese Lehre hier sich mal anzuhören, was er zu sagen hat. Gut, fahren wir fort. Als die tödliche Wunde des heidnischen Tiers geheilt war und das Tier aus der Erde erschien, heißt es, dass dieses Tier aus der Erde der anerkannte und beglaubigte Vollstrecker des Willens des großen Meerestieres wurde. Da bin ich mit einverstanden. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, wie wir in Vers 12 Offenbarung 13 lesen, wörtlich, in seiner Gegenwart, unter seiner Kontrolle. Wenn man bedenkt, wer das erste Tier ist, liegt große Kraft in diesem Ausdruck in seiner Gegenwart. Das Tier, das aus dem Meer aufsteigt, ist das kleine Horn, absolut, das Augen wie Menschenaugen hat, wie wir in Daniel Kapitel 7, Vers 8 lesen. Es ist Janus Tuens, der allsehende Janus, mit anderen Worten der universale Bischof oder universale Beaufsichtiger, der von seinem Thron auf den sieben Hügeln aus durch das organisierte System der Beichte alles sieht und weiß, was getan wird, bis hin zu den äußersten Grenzen seines weiten Herrschaftsgebiets. Genau um die Zeit, als der Papst universaler Bischof wurde, nahm der Brauch seinen Anfang, die Hauptbischöfe des Westreiches systematisch mit der päpstlichen Tracht auszustatten, dem Pallium. Und zwar zu dem Zweck, so Gieseler, ihre Verbindung zur Kirche Roms zu symbolisieren und zu stärken. Dieses Pallium, das die Bischöfe auf den Schultern trugen, war zwar einerseits die Tracht des Papstes und verpflichtete die, die es erhielten, als Beamte Roms zu handeln, die alle ihre Vollmacht von ihm als dem Bischof der Bischöfe empfingen und sie unter seiner Oberaufsicht ausübten. Andererseits war es jedoch in Wirklichkeit die sichtbare Ausstattung dieser Wölfe mit den Schafskleidern. Wozu diente das Pallium des päpstlichen Bischofs? Es war ein Kleidungsstück aus Wolle, vom Papst gesegnet und von den heiligen Lämmern genommen, die von den Nonnen von St. Agnes gehalten und mit ihren heiligen Händen gewebt wurden, damit es denen verliehen wurde, die die Päpste gerne ehren wollten. Zu dem Zweck, wie es einer von ihnen selbst ausdrückte, sie mit unserer Gesellschaft in der einen pastoralen Schafhürde zu verbinden. Der Ausdruck Wolf im Schafspelz bekommt auf einmal eine ganz andere Bedeutung, wenn man sich das hier nochmal eben auf der Zunge zergehen lässt. Wozu diente das Pallium des päpstlichen Bischofs? Es war ein Kleidungsstück aus Wolle, Schafsfell, vom Papst gesegnet und von den heiligen Lämmern genommen, die von den Nonnen von St. Agnes gehalten und mit ihren heiligen Händen gewebt wurden, damit es denen verliehen wurde, die die Päpste gerne ehren wollten. Zu dem Zweck, wie es einer von ihnen selbst ausdrückte, sie mit unserer Gesellschaft in der pastoralen Schafhürde zu verbinden. Nur wer die frühen Schreiben der Päpste bei der Verleihung des Palliums sorgfältig durchliest, wird den großen Bedeutungsunterschied zwischen der oben genannten einen pastoralen Schafhürde, Uno Pastorali Ovili, und der einen Schafhürde unseres Herrn bemerken. Ersteres meint tatsächlich eine Schafhürde aus Pastoren oder Schäfern. Die päpstlichen Schreiben meinen unzweifelhaft die Organisation der Bischöfe als getrennte Körperschaft, völlig unabhängig von der Kirche und abhängig nur vom Papsttum, was bemerkenswerterweise mit den Worten der Vorhersage über das Tier aus der Erde übereinzustimmen scheint. Und dass die Bischöfe, die in der Bibel erwähnt werden, in die Kirche integriert sind, ist eine andere Sache. Muss ich ja nicht diskutieren. Ihr könnt ja selbst die Bibel lesen, um zu dem Verständnis zu erlangen. So beauftragt und bevollmächtigt durch den universalen Bischof. Was ist ein anderes Wort für universal? Katholisch. Das Wort katholisch heißt universal.
so beauftragt und bevollmächtigt durch den Universalen, also den katholischen Bischof, taten sie ihre Arbeit effektiv und brachten die Erde und die darin wohnten dazu, das Tier, das die Wunde des Schwertes hat und lebendig geworden ist, anzubeten. Dies war ein Teil des vorhergesagten Werkes dieses Tieres. Doch gab es auch noch einen anderen, nicht weniger wichtigen, den es noch zu betrachten gilt. Und da kommen wir im nächsten Teil des Buches zu, das heißt das Bild des Tieres, Abschnitt 4 von Kapitel 7. Aber das ist für eine andere Lesung. Da muss ich euch vertrösten und ein wenig auf die Folter spannen. Ihr könnt es natürlich selbst lesen oder ihr wartet ab, bis mein Video rauskommt. Ansonsten danke ich euch recht herzlich fürs Zuhören und Zuschauen. Ich danke auch für eure Kommentare. Ich wünsche euch alles Gute, dass ihr auf dem rechten, schmalen Pfade bleibt. Und Gott möge euch beschützen und behüten auf all euren Wegen. Jörg vom Joggler 66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss.